Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Zuallererst wünsche ich euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr habt schön gefeiert und seid gut rübergekommen. Heute zeige ich euch ein schnelles Rezept für eine leckere Spätzlepfanne mit Paprika und Hackfleisch. Als erstes dafür eine große Zwiebel abziehen, anschließend fein hacken. Außerdem noch 2 oder 3 Knoblauchzehen ebenfalls abziehen und fein hacken. Und wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Jetzt Zwiebeln und Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze für 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Danach die Hitze etwas erhöhen, 500 Gramm gemischtes Hackfleisch dazugeben, mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und für weitere 3 bis 4 Minuten krümelig anbraten. Dabei gelegentlich mal umrühren und in der Zwischenzeit kümmern wir uns noch schnell um die Paprika. Ich habe hier 3 Schoten, rot, gelb und grün, waschen, entkernen und dann in Streifen oder mundgerechte Stücke schneiden. Die Paprikastreifen danach zum Hackfleisch geben, für weitere 3 bis 4 Minuten mit anbraten, gelegentlich umrühren und danach geben wir die Gewürze dazu, je einen Teelöffel Süßes sowie geräuchertes Paprikapulver und eine gute Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer. Die Gewürze jetzt kurz unterrühren, damit sie sich gleichmäßig verteilen können und dann geben wir auch schon die restlichen Zutaten dazu. Einen gehäuften Esslöffel Eiweiß. Hier könnt ihr scharfen oder milden Eiweiß nehmen, so wie ihr mögt. 200 ml Sahne, 200 ml Gemüsefond oder Gemüsebrühe und dann noch 750 Gramm Spätzle aus dem Kühlregal. Alternativ könnt ihr hier auch Pasta oder Reis vom Vortag oder Schupfnudeln bzw. Gnocchi aus dem Kühlregal verwenden. Das Ganze jetzt einmal gut umrühren, damit sich alle Zutaten gleichmäßig verteilen können und für ein paar Minuten köcheln lassen, bis alles eine schöne cremige Konsistenz erreicht hat. Dann können wir servieren, die Spätzlepfanne auf tiefen Tellern verteilen, mit etwas gehackter Petersilie garnieren und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen, bis zum nächsten Mal.